Hallo und ich hoffe, die Steuerung ist richtig eingestellt. Und herzlich willkommen zu Mega Man für den Gameboy. Ja, ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich habe nichts Besseres zu tun. Nein, Spaß. Ich habe Mega Man für den Gameboy natürlich noch nicht original LP, ich weiß. Aber das hier ist nicht Mega Man für den Gameboy, sondern... Okay. Ich kann nicht schießen. Warum nicht? Joypad, Konfigur. So. Jetzt kann ich schießen. Ich weiß nicht, warum das auf der Taste B war. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier im Video gemacht habe, aber ist mir eigentlich relativ egal. Ja, das ist kein normales Mega Man. Wow. Wow. Das ist kein normales Mega Man für den Game Boy, sondern das ist... Autsch. Ja, das ist Autsch. Das ist Mega Man Dr. Finals Revenge. Denn Dr. Wily ist nicht mehr der Böse, sondern jetzt ist es Final Level Gamer. Denn von diesem ist dieser Hack... Mal sehen, wie ich mich anstelle. Auf jeden Fall nicht so gut. Alter Schwede, ich muss mich echt dran gewöhnen, diese unglaubliche... ganz ehrlich, der rutscht ja mehr als Mega Man 2. Wow. Bin schon fast tot. Kann ich so nicht schießen, oder? Wow. Energie wäre nett. Ich töte mal dich. Hä? Wieso kann ich nur einen Schuss? Irgendwie kann er beim Springen nicht so gut schießen. So. Wow. Nein! Fuck. Und dann bin ich tot. Oh, das ist ein netter Start, ja. Haben die Gegner schon damals so viel ausgehalten oder hat man es verändern können? Wollen wir jetzt mal uns ein bisschen mehr anstrengen als gerade eben noch? Weil das war ja schon ziemlich peinlich gerade. Autsch. Ja, jetzt springen wir uns mal mehr an. Springen in Schüsse rein. Oh, dann bin ich gut. Nicht. Okay. Oh, HP. Das sehe ich doch gerne. Droppst du vielleicht was? Nö. Okay. Diesmal falle ich nicht auf dich rein, Kumpel. Okay. Wow. Der ist knapp. Gut, und somit sind wir beim letzten Leben in der ersten Stage. Yeah. Ja, das war mir klar. Ich krieg den gar nicht gelockt. Ohne dass ich... Also ich krieg den gar nicht abgeschossen, ohne dass ich... dass er gelockt wird. Muss ich auch wieder ein bisschen an die Mechanik gewöhnen. Ich habe schon Mega Man für den Game Boy ewig nicht mehr gespielt. Also, ich hab's mal gespielt, aber es ist so lange her, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnere. Also, ich glaube, das letzte Mal, als ich Mega Man für den Game Boy gespielt habe, und ich weiß nicht mal, ob das dieser Teil hier war, das war in einem Livestream vom Final Level Gamer. Autsch! So. Ich nehme jetzt auch erstmal nur einen Part auf. Wow, okay, geschafft. Wow, Alter, diese Sprungphysik. Ernsthaft. Oh, alter Schwede.
Einfach nur weg. Einfach nur weg. Wow. Wow. Was? Oh, ach, ich kann da stehen. Holy fuck. Alter, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, noch einer von der Sorte. Yo. Geht doch sterben, du elendiges Drecksvieh. Okay. Okay. Ja. Komm, du wirst doch. Ach, du bist einer, der stehen bleibt. Oh. Okay. Yes. 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 Nein. Nein. Yes. 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 Ah. Ganz ehrlich, diese Sprungphysik von Mega Man. Okay, wie schießt du? Okay. Ich komme nicht mehr hoch, das habe ich mir gedacht. Mist. Das war mir klar. Ich habe jetzt Timing verkackt jetzt. Da 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 dum 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 da 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 dum da da da. Jo, gehen wir mal Stage Select und gucken uns ein anderes Level an. Und damit ich erstmal sehe, was ich denn als erstes machen will. Wow. Die haben doch früher nicht so viel ausgehalten, oder? Drei Schüsse für die vier. Ich. Oh. Wow, 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 wow. Ah. Ich mag ja die Musik von Iceman. Oh, da. Und ich bin tot. Ach ja. Die Mechanik ist ja jetzt schon so ungenau. Und dann noch mit Iceman. Mechanik wird das richtig nice. Oh. Ach, gut. Sehr schön. Und ich bin schon wieder heruntergefallen, weil ich es nicht hinkriege. Eismechanik ist sehr nice. Oh yeah. Autsch, ich hatte dich eigentlich schon. Muss ich jetzt viermal treffen? Wow. Ah, ich verliere HP, weil ich den so scheiß auf Eis ausweichen kann. Alter, wie oft muss ich die treffen? Ich habe dreimal geschossen. Mehr als dreimal eigentlich. Okay, Icemans Level ist hardcore. Gucken wir uns mal Eggmans Level an. Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin und sag dazu gar nichts. Oh, Insta-Death. Yay! Nochmal Insta-Death. Yay! Warum glaube ich gerade, dass Cutman eine gute Wahl war? Okay. Gut, Cutman. Cutman. Bis jetzt ist es aber ziemlich nervig, was die Gegner-AP angeht.
Weil wenn man so langsam schießen kann, dass sie echt einfach bloß sich zieht. Oh, bläh. Stirb. Los, stirb. Ja. Oh toll, du hast mich getroffen. Herzlichen Glühstrumpf. Back dir ein Eis. Ich würde es echt bevorzugen, wenn du mir jetzt irgendwie eine große Lebensenergie droppst. Aber so wie ich dich kenne, nichts. Okay, es hat funktioniert. Okay. Oh, ich bin so ein Vollidiot. So, verpiss dich. Ja. Ich weiß nicht, wie man dem unbedingt No-Hit machen soll. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Alter, diese Sprungmechanik, WTF, es ist, wow, einfach bloß, wie haben die das damals gezockt, ohne mal wahnsinnig zu werden? Dass ich immer noch lebe. Wow. Stirb endlich. Es war jetzt eigentlich nicht mehr verdient, so nah wie ich dem Gegner drin stand. So. Jo. Ich kenn dich. Und weg hier. Okay. Den unteren kann man schon leicht abschießen. Ich mache mir nur eigentlich wegen der Kreissäge da oben Sorgen. Okay. Hier bin ich safe. Da wäre ich auch safe. Wow. Holy fuck. Natürlich kein Mittelpunkt. Warum auch? Okay. Hallo, Sieger. Im Idealfall würde ich einfach mehr HP gerne haben, aber ehrlich gesagt. Ich habe noch nicht so ganz rausgetriggert, wie ich diesen einen Raum No-Hit mache. Scheiße. Ich musste natürlich getroffen werden. Warum auch nicht? So. Ah, fuck. Ja, Energie. Jetzt nicht dumm anstellen. Ein bisschen weiter weggehen, das ist sicherer. Bam, 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 bam. So. Du verpisst dich mal. So. Also den oberen könnte ich abschießen. Okay, den könnte ich eventuell auch abschießen, wenn ich das mit so einem Trick mache. Da ich ja da unten stehen darf. Okay. Gut, dann ist der Raum. Okay, ich darf halt bloß nicht zu nah nach links gehen. Weil sonst wird er getriggert. Das wäre der
Treffer für mich, den ich nicht unbedingt einkassieren möchte. Yes. So. Hier kann man ausweichen. Da komme ich mittlerweile ganz gut. Ich finde das hier so ultra krass. Oh. Ja, so geht's natürlich auch. Okay. Ist aber trotzdem noch relativ viel HP, was ich habe. Also ich stelle mich schon besser an. So. Wie gesagt, dich kenne ich. Du trägst mir nicht aus. So. Okay. Oh, ich bin so doof. Dann springe ich noch in den Schuss rein. Bin ich schon sicher und... Was war das denn? Ich habe versucht, die Leiter zu nehmen. Es ging nicht. Aber als ich dann nach oben gesprungen bin, hat er von selbst den Bildschirm gewechselt. Also das ist etwas komisch. Ist das ein Fehler oder? Oh, ihr. Euch kenne ich. So und. Oh Gott! Der war gemein. Oh, das war ein Mittelpunkt. Oh yeah. Oh yeah. Junge, ich habe einen Mittelpunkt erreicht. Ich bin voll stolz. Aua! Stolz auf mich. Oh, fuck. Sniper-Bow. Show. Der Hölle. Okay. Sehr schön. Oh, ich bin gesprungen. Ich hab gesprungen gedrückt. Okay, wir probieren es einfach noch einmal. Immerhin, ich habe schon Fortschritt gehabt. Ich glaube nicht, dass ich diesen ersten Part noch irgendjemanden besiegen werde. Aber immerhin bin ich kein Totalversager. Ich habe den Mittelpunkt im ersten Part erreicht. Yay. So. Oh, es ist doch wohl nicht wahr. Wenn ich allem ausweiche, treffe ich. Lass mich von dem Spasten treffen. Jedes Mal. Oh, meine Fresse. So, komm her. Nochmal. Okay, nichts, war ja klar. Warum auch? Die schießen so schnell, das finde ich so krass. Sniper Joes kann ich auch nicht ausstehen. Ich hasse die Viecher. Das ist, glaube ich, einer meiner verhasstesten Gegner in ganz Mega Man. So. Bye bye. Wow. So gut kann man von fehlen. Alter! Nein. Ich will nicht zu weit nach links. Danke, dass du auch mal stirbst. Junge. Okay. Auf Wiedersehen. Nein!
Nein! Was mache ich da? Okay, wenn ich Game Over gehe, ist sie sofort vorbei. Oh Gott, das war so doof. Was? Oh, ich dachte schon. Moment. Yay! Aua! Wann bin ich... Warum bin ich nur so behindert dumm? Wahrscheinlich liegt das an den Mechaniken, weil die im Vergleich zu den NES-Mechaniken viel unpräziser sind. Au. So, jetzt habe ich genug Energie gefressen. Das heißt, die Säge wird mich nicht treffen, aber droppen wird der Typ ja auch nichts. Ja. Ach, die Säge trifft mich trotzdem, weil ich zu doof bin. Gegen Dummheit ist halt kein Kraut gewappnet. So. Da habe ich gesagt, ich werde besser. Am Arsch. Ich werde immer schlechter pro One. Au! Fuck! Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, so einen Sniper-Job zu besiegen. Und ich muss nachher einen viel krasseren besiegen als den hier. Den hier müsste ich eigentlich ohne Probleme hinkriegen. So, verpiss dich, blöde Säge. So. Eigentlich brauche ich den oberen gar nicht besiegen, weil wir den können wir ausweichen, aber. Ah, jetzt muss ich sowieso so. Oh, doch nicht. Ich kann ihn auch von hier noch abschießen. Ja. Aber die untere Säge ist eh wichtig. Oh, fuck you. Oh, Junge. Sei nicht so unfähig, du Schrottmetall. Kann man ausweichen. Yep. Und ich werde jetzt von dieser Stelle hier machen. Es war meines Erachtens irgendwie komisch und riskanter, aber... Ich sterbe trotzdem. Ist egal. Scheiß drauf. Ich bin zu blöd dafür. Komm. Eigentlich würde ich am liebsten das Item haben, aber... Ich weiß nicht, wo es das gibt. Nichts mit perfekten Triggern. Der guck mal, der tut im Fall noch nach rechts ziehen, obwohl ich die Taste schon losgelassen habe, nachdem er gegen eine Wand gesteuert ist. Was ist das für eine behinderte, schwammige Mechanik? Im NES-Teil, wenn er gegen eine Wand donnert beim Fall und du dann nicht weiter drückst, dann tut er auch exakt gerade fallen. Mein Hauptproblem, dass er exakt zu dem nicht fällt. So. Yay! Guckt euch das an. Ich bin so oberskillig. Ich habe No-Hit bisher gespielt. Yes! So, das war jetzt so eine übertriebene Angeberei, dass ich jetzt gleich sterben werde. Jo. Ich werde jetzt wegen irgendeiner dämlichen Sache gleich getroffen. Das könnt ihr wissen. Oh, hallo Skype. Habt ihr jetzt nicht gehört, sorry. Ist eh die Aufnahme gleich vorbei. Ich habe vergessen, mich beschäftigt zu stellen, weil ich seit kurzer Zeit ja nicht mehr auf beschäftigt bin. Immer. So. Aha. Ich will dich trotzdem abballern, wenn es geht. Du bist der letzte Arschloch, was mir im Weg ist, wenn ich hier weiter will. So. So. Habe ich den jetzt dreimal getroffen in einer Runde? Boah. Alter. Hallo. Würdest du bitte sterben? Danke. Yay. Hallo, Kreisi. Fuck it.
Ich habe Angst vor diesem Sprung. Jedes Mal dieses Vieh abzuballern ist für mich totale Panik. Ich glaube, eine große Lebensenergie, dann springe ich da rein. Natürlich tust du es nicht. No! Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wage es nicht. Und springen. Und springen. Und tot. Sehr schön. Ich habe mal wieder Fortschritt. Seit einer Weile. Natürlich ist es noch kein richtiger Fortschritt. Aber immerhin bin ich jetzt nicht mehr... Und auf Wiedersehen. Oh, oh, wow. Hallo. Oh, jetzt springt er nicht hoch genug. Was soll denn der Mist? Ah. Okay. Also hier, ich drücke nach oben und es passiert nichts. Hier kann ich mich, wenn ich springe, kann ich mich festhalten. Und wenn ich jetzt nur springe, dann tut er den Bildschirm wechseln. Was ist das für ein komisches Zeugs? Naja. Das hat bestimmt auch schon jemand von mir angesprochen, von daher ist es dumm, dass ich das jetzt auch nochmal anspreche, von daher lasse ich es mal, weil ich bin ja nicht der Erste, der diesen Hack LP. Der Onkel Wolf zum Beispiel hat diesen Hack auch schon LP'd und ich weiß nicht, ob noch ein paar andere Leute auch. So. Ich habe mir ehrlich gesagt dieses LP von Wolf noch nicht angesehen, aber immerhin weiß ich, dass das macht. So, okay. Und diesmal springen. Und, wow, verpiss... Nein. Egal. Ich lebe noch. Und, ach du Scheiße, nicht du. Wow. Oh, Gott, egal. Hauptsache, ich bin durch. Am Arsch durch. Es ist natürlich noch nicht vorbei. Wow. Jetzt ist aber hier. Ey, wenn ich wenigstens. Ich wünsche mir ein Leben oder Waffenenergie. Oder Waffenenergie. Lebensenergie. Ein Leben oder Lebensenergie. Das wünsche ich mir im Moment echt. Wow. Okay. Du bist okay. Ja. Das war offensichtlich doof. Gut. Im nächsten Part, dann werde ich mal mich an ein anderes Stage richtig dranhängen. In diesem Part war es ja Cutman Stage, im nächsten Part werde ich vielleicht manchmal an die Iceman Stage setzen. Wenn, vielleicht schaffe ich ja die Iceman Stage, dann wenn ich mich richtig dahinter klemme. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.